Das Smiley da. So, at midnight my time. So, 1 hour and 38 minutes to go. Oh, left. Time is running out. Prepare to race. Sagen wir mal, schauen wir mal, das testen wir heute Nacht. Hier, Drive Club, fahren es auch morgen. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem Lenkrad wird. Was ist denn hier? Da los, ey. Ob es dann direkt weiter zocken oder erst, dass ich aufs Lenkrad warte. Das entscheiden wir dann auch gemeinsam, wie das Spiel so ist, wie es euch gefällt. Wenn ich jetzt 3 oder 4 Tage Spiel mit, ohne, also mit Controller ohne Lenkrad danach nochmal mit Controller zeigen muss oder will, ist auch ein bisschen fail. Am 10. kommt eh das nächste Spiel und am 17. kommen 4 Spiele. Und zwischendurch möchte ich nochmal zwei andere zeigen. Amazing! I would buy Drive Club. I've seen gameplays. In my opinion, a really good game. And the graphic is amazing. Yeah, I'll check it out. 1.5 hour. I'll check it out. We'll see, man. Moin, hey, Damnix. Servus Christi. Schön, dass du vorbeischaust. Wie geht's dir? Bei mir ist soweit so gut hier Auto fahren hier. Und mit euch quatschen. Und komische Sachen dann machen im Auto. Ich brauche eigentlich nur einen zweiten, dritten mit dem Auto hier. Hey, Disco Light. Nice. What does moin, good morning. Hello, good morning. Yeah, it's like good morning in Germany. One word for good morning. Now you have to say moin if you spawn in my channel. Cause, yeah, for you it's morning. Geschaltet. Ich dachte. Komm schon. Was soll das? Aus dem Weg. Hier kommt der Boss. Jo, hier auch alles fit. Immer schön auf die Straße schauen. Nee, also mit der Straße schauen, mache ich das nicht. Ich schaue auf den Chat und fahre nebenbei so instinktiv Dingsbums. So every time when I join your channel, I will write moin. I noticed this, yeah. Yeah, would be cool, man. So. So now you are part of our team, a German team. So you know what moin means. So it's fine. Welcome, my friend. Moin confirmed. So, last race. Mit dem komischen Fiat. Aber ist lustig. Ey, komm schon, das war nicht meine Schuld. Das Auto wieder kaputt. Er kommt nicht hoch. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Meinst du nach rechts abbiegen? Uiuiui.
When at tomorrow, but my cousin I say more to him. Sie haben ihr Ziel erreicht. Yeah, I think he's looking at you like a crazy mofo. What the heck is he talking, you know? Ja, wenn ich jetzt mit Lenkrad weiterfahren könnte, Jack, wäre es auch geil, aber ich habe hier Bange vor dem Stick hier. Muss nicht. Alles klar. Kann ich den Controller extra ausschalten? Dann gehört die Meisterschaft dir. Anwendungsdateien. Update-Datei wird installiert. Achso. Ich muss irgendwie den Controller extra ausschalten können. Gerät ausloggen. Gerät von PS4 ausloggen. Benutzer Gerät von PS4 ausloggen, oder? Nee, dann lassen wir das so, keine Ahnung. Ja, yeah, in German we say ja. Twice two moin in a row or twice moin. Moin moin. Moin moin. It's more like typical German. Two moins in a row. Und dann next, magst du auch hier Racing-Spiele? Du bist auch schon gefahren hier, sowas komisches wie ich hier. Achso, von PS4 ausloggen ist richtig, dann tut sich nur der Controller ausloggen, dann schaltet er sich aus, aber PS4 bleibt an. Dann mache ich das gleich. Dann, ich muss ja nicht unbedingt der Controller anbleiben wegen Akku. Nein, nein, dritter Gang. Ey, dritter Gang. Ist immer schrecklich. War klar, dass ich zu schnell bin hier. I think you will look at me stupid and ask, what have they done to you in Germany? Because he knows that I was in Germany. So where exactly have you been in Germany? Bavaria, Munich? Oktoberfest? Maybe? Da, 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 da. Hab bei NFS gezockt, aber nicht so meins, wegen Langzeitspaß. Und ich weiß, dass Wohnung geflamed wurde. Ja, Langzeitspaß ist so eine Sache. Gibt's heutzutage kaum noch bei Spielen. Deswegen spiele ich ja die guten Spiele länger, mache dann eine Pause und spiele sie dann wieder, weil Langzeitspaß, ja, ist halt nicht mehr so wirklich gegeben. Nicht einmal mit irgendwelchen Sammelspielen, Items sammeln hier und farmen und dies und das, wiederholt sich doch alles ziemlich extrem. Pizza-Service ist manchmal doof. Den müsste manchmal x-mal. Ich bestell, wenn dann immer online. Du, Tim, ich ruf schon seit Jahren nicht mehr an. Ich bestell nur noch online. Da klickst du an, was du brauchst. Und dann ist es easy. Kannst aber nicht PS4 ausschalten drücken. Ja, kann man ja wieder anmachen. Ich habe gerade noch ein Update installiert, eine Update-Datei für Drive Club, stand gerade da, Update-Datei wird installiert. Hängst du immer noch wegen Gäste mittlerweile auch öde? Ja. Nee, ich bin noch voll eigentlich im Destiny-Hype, nur ist jetzt schwierig. Ich meine, es kommen aber noch. Momentan kommen ja so viele Spiele raus, aber wir haben da wieder Lücken dazwischen. Da werden wir wieder mehrere Tage Destiny spielen, dann wieder mehrere Tage unsere Stammgames. Aber es kommen momentan zu viele gute Spiele raus, wo ich dann. Oder gut, weiß ich ja nicht, das sehe ich erst danach. Also. Nein, 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 nein! Again? Fuck you!
Das gibt's doch nicht, einmal nur ein bisschen zu schnell in der Kurve und schon. Hammer, so drunk. Kann man die Free PS Plus Version auch am Mitternacht zocken? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, mein Freund. Nein, hey, das gibt's doch gar nicht. Diesen verschissenen Wechsel vom dritten auf den zweiten Gang. Ohne Scheiß. Das regt mich bei dem Auto schon auf. Ist klar, man ist. Hat keine Kurvenlage, woher auch. Aber nur ein bisschen zu schnell. Na klar, schau dir mal hin. 140 in der Kurve, kann ja gar nicht gut gehen. Ja, ja, du warst ja gestern nicht dabei. Wir sind schon gestern gefahren. So träumt den ganzen Tag mit Lenkrad. Ja, wie geht's mit dem Fuß? Ja. Nächste Frage bitte. Fällt manchmal aus, sticht und ab und zu will ich bremsen und dann bremst einfach nicht. Also geht so. Gibt's doch gar nicht hier. Ja, egal, lass mal den Platz. Muss ich bei dem kleinen Pimmel ja mehr konzentrieren als sonst was hier. Ja, ich bin halt gewohnt, die Kurven so mit 100 km/h zu fahren. Hier musst du wirklich bremsen. Satrong spawn im Chat. Und gerade richtig, als Gags anfängt zu schimpfen hier. Alles bis cool bis jetzt und jetzt kommt Satrong. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei hier. Ich hab dir auch bei Facebook gepostet, Satronk. Schauen wir mal, was geschrieben wurde. Nochmal kurz lesen hier. My cousin lives there in Dortmund, but one day we were in Cologne, Köln, because I want to visit Köln, okay? Nice. Dortmund in Köln, awesome. Do you know the shop Dunkin Donuts? Ach hier, du. Kennst du ein gutes Hölle, was besser ist als Dirt? Ein. Also das beste Rallye-Game momentan ist so Dirt 2 noch. Ein altes ist Richard Burns Rallye. Es ist in der Szene bekannt als das beste Rallye-Spiel. Genau so. Meines Wissens nach. Aber es ist halt 2005 oder so, glaube ich. Aber so aktuell. Für PC meinst du jetzt, oder? Zock doch sowas wie Assetto Corsa zum Beispiel, das kannst du mal testen. Das heißt nicht Rallye, aber ist auch ein gutes Simulationsspiel mit Lenkrad. Oder fährst du mit Controller? We have Dunkin' Donuts in Germany too, at least in Berlin, in Köln. I have eaten Dunkin' Donuts, very delicious Donuts. So, we came from USA to Cologne and eating donuts. Nice, nice. Hey Eva-Fan, grüß dich. Geile Karte, meinst du? Wir sehen immer mehr von Gags. Erst nur die Hände, jetzt schon den Bauch. Naja, Bauch ist es ja nicht. Ist er das Lenkrad, die Beine und... Bauch ist ja zum Glück noch verdeckt hier vom Lenkrad. Der ist momentan noch etwas too much. New York, Manhattan, and I don't really know, but I can look when you wait a second. Yeah. Assetto habe ich auch gut, aber von allen. Okay, Leute, das war's dann mit dieser Meisterschaft. Wenn ihr soweit seid, starten wir vom Treffpunkt in Nizza Massena aus in die nächste Etappe. Ich spiele momentan Dirt 3, hole danach wahrscheinlich. Also Dirt 2, meiner Meinung nach, um Längen besser als Dirt 3. Also wenn du wirklich ein Rallye-Racing-Fan bist, Dirt 2, super. Nach Richard Burns Rallye finde ich Dirt 2 am besten. Dirt 3 fand ich schon einigen Sachen cool, aber im Vergleich zu von dem Umfang, was Dirt 2 bietet, und diese Atmosphäre, diese Stimmung, kommt Dirt 3 nicht ran. Also meine Meinung, also kann jeder anders sehen. Vielleicht hat er es ja kopiert, Satronk.
Vielleicht hat er es da kopiert.